Servus, lieber Kaden, zusammen herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Blau. Wir haben im letzten Part den Sumpforden erhalten, Sabrina besiegt, die Arena abgefackelt, Giovanni besiegt und den Meisterball erhalten. So, jetzt haben wir noch zwei Themen, die wir uns da widmen müssen. Und zwar vor der Pokémon Liga, eigentlich schon bei 5, aber oder 6 vor allen Dingen sogar, aber eine können wir erst danach machen. Wir müssen jetzt Richtung Sinnoh-Insel. Und ich habe ja vorneweg schon gesagt, den Part davor, wir werden die Sinnoh-Insel über Seeweg machen, von Alabastia aus, statt über die Seeschauminsel, weil die Seeschauminsel, die werden wir sowieso noch besuchen. So, dementsprechend, wer könnte da jetzt, unser Panel kann jetzt einfach mal da, Arcania steigt auf den Panel, geil. Ich habe mir jetzt überlegt, übrigens, hier kann man Tangela fangen, gell? Nur mal so, dass ihr das wisst, also, man kann da wirklich Tangela fangen. So, ich habe schon ein bisschen weiter höher gesetzt, deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt nicht so ein bisschen nervig ist. So. Tentara. Wir haben Tentara jetzt am Start. Level 5, voll für den Arsch, deswegen bleiben wir bei Quini. Ich muss jetzt gerade mal gucken, habe ich noch einen Schutz, weil das wäre vielleicht gut. Das wäre sonst ein totaler Abfuck die ganze Zeit. Superschutz, ja, perfekt. So, hier kann man nämlich Tangela fangen in der Region. Da ist aber auch sonst nichts anderes Großartiges an guten Pokémon dabei. Wir lassen die Trainer auf dem Seeweg jetzt erstmal weg, weil die werden wir auf dem Rückweg sowieso holen. Auf alle Fälle. Wir müssen eh nach Fetania City dann danach und dann können wir sie auch direkt alle platt machen im Anschluss. Ich denke mal, Pyro selbst wird kein großes Problem sein. Die Sinnoh-Insel ist eigentlich recht easy gesteckt, also da brauche ich auch nicht viel zu machen. So, wir sind auch da. Es ging recht flott, weil wir haben hier auf der Sinnoh-Insel nämlich ein recht nerviges Programm vor uns. Das ist nämlich eine der Stellen im Spiel, wo ich nicht so ganz mag. Und zwar, hier ist erstmal das Pokémon-Labor. Da könnt ihr reingehen, da könnt ihr eure Fossilien auf zu Pokémon machen lassen. In unserem Fall wäre das jetzt Kaputops oder Kaputo. Was wir jetzt hätten. So, da gehen wir mal einmal hier in den Pokémon-Markt. Und hier werde ich auch schon am Ende der Stelle noch was Interessantes zeigen, aber erst nach dem LP. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was der Markt so hergibt. So, perfekt. Hallo, kann ich die Wildfisch sein? Wir würden gerne kaufen. Superbälle, Hyperbälle, Hypertrank wäre gut. Wir haben aber noch genug. Und wir nehmen auf jeden Fall Topschutz mit. Sicher. So, den brauchen wir auf alle Fälle. Fluchtseil. Vielleicht noch 5 Hyperheiler, falls mal was ist. Kann man immer mal gebrauchen, wir können keine Items mit dran. Okay, gut, dann müssen wir erstmal was loswerden von unserem Scheiß, wo wir da alles haben. Verkaufen wir mal die beiden Knuckles, das gibt nochmal ordentlich Zunder. So, Kohle für den Chefkauffreunde, immer her damit. Fluchtseile brauchen wir eigentlich, nur nehmen wir mal Topsal mit Sonderbonbons. Superschutz, den verkaufen wir jetzt auch, weil den brauchen wir auch nicht mehr. So, wir haben ja den Topschutz, das ist der beste nämlich, den es gibt. Fluchtseil, Sonderbonbon, Hypertränke, Türöffner, Toppeleber, verkaufen wir noch das Calcium. Die sind zwar schweineteuer, wenn man sie kauft, aber egal. Scheiß drauf. So. Ah, und die TM46, die wir erhalten haben, die Sea-Welle, die hauen wir auch weg, weil die kostet sogar 2000 dafür, dass das so scheiße ist. Okay. So, und die Hyperheile hätte ich jetzt gerne. Genau, 5 Stück an der Zahl, dann bin ich gut bedient. Und was ich jetzt auch noch machen werde, bevor wir jetzt in die Dings gehen, weil wir können die Arena nämlich nicht leider direkt machen. Weil wir müssen nämlich erst einen Türöffner finden, mal wieder, um überhaupt in die Arena reinkommen zu können. Und den finden wir in der Burned Mansion. Und die ist ja da oben, also die verbrannte Labor, oder ich weiß nicht, wie das im Spiel jetzt heißt. Ich glaube, das ist einfach nur das alte Labor oder so. So, bei Feuer würde ich ganz gerne noch die Items ablegen. Ich lege jetzt erstmal Surfer ab. Und lege das Fahrrad ab, das brauchen wir auch nicht mehr. So, dann lege ich die Pokeflöte ab, die brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben das blöde Vieh gekillt die ganze Zeit. VMV leg ich ab. Stärke hat ja unser Lamus. So, was gibt's noch? Die Sonnenbonbon lege ich beide ab, die brauche ich auch nicht. Und Hyperball. Den Türöffner schmeißen wir noch raus, weil der Türöffner auch voll uninteressant jetzt ist. Das sind so alles Items, die verstopfen in den ganzen Kasten, aber gut, es ist halt so. So, ich denke mal, das ist jetzt genug. Ja, komm, die Superbälle. Scheiß drauf, die legen wir auch ab. Ich kaufe eh nur noch eine Bälle. Brauchen wir nicht mehr. So, alles klar, Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt ab in die Burned Mansion. Alter, geh mal aus dem Weg, du Schnalle. So. Mann, wie ich das hasse, wenn die da einfach da mitten reinrennen. So, wir lassen Quini auch mal auf dem ersten Platz. Das ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Und, wir suchen jetzt den Schlüssel, weil ihr seht, die Tür ist fest verschlossen. So, kann man leider nichts machen, ist halt so. Deswegen müssen wir jetzt hier rein. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ich würde ihn aber trotzdem ganz gerne weiterhin einsetzen, weil da drin ist es nämlich so, dass wir einen Arsch voll Pokémon haben. So. Da finden wir hauptsächlich Feuer-Pokémon wie Ponita, Smogmog, Slimog, Slimer. So ein richtiges Drecksloch ist das hier.
So, aber da wir ja alles erforschen wollen, gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Weil wir haben hier nämlich noch ein Rätsel zu lösen und das ist nervig. So, ein Flugzeug gefunden, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie das jetzt war mit dem ganzen Rätsel. Das werde ich bestimmt wieder herausfinden. Ist so die Frage, wann und wie. So, hier ist zu, weil da können wir nicht raus. Da kommen wir erst später wieder zurück. Okay. Ich glaube, hier könnten wir auch Feuersteine finden. Entgegen der Annahme, dass wir hier Lavados finden. Nein, wir finden Lavados nicht hier. Das ist klar. Leider. So. Dann ist hier noch was. Wir können hier aber interessante Berichte finden über den Entstehungsprozess von Mewtwo. Und ich glaube, wenn wir den aktivieren. Halt, wir stecken Schalter drücken. Wer will das nicht tun? Ne? Ich würde es nicht tun. Es ist nämlich gut möglich, dass wir uns zubauen, wenn wir Scheiße bauen. Also ich mich zubaue, leider. So, und da haben wir schon einen Trainer, der hier rumgammelt. Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Ja, das ist wirklich ein Irrgarten, weil da muss man genau schauen, wo man entlangläuft. So, der Dieb möchte kämpfen und er setzt einen Klumander ein. So, da haben wir mit Queenie natürlich schleißig spielen. Ihr seht schon, die Levelkurve ist ziemlich hochgegangen. Die sind jetzt so Richtung Level 40er Niveau. Ist zwar noch kein Problem für uns, aber Pyro geht Richtung 50. Und das ist das Problem. Also ich glaube, dass er Level 50 geht oder so. Also knapp in die Richtung. So. Oh, Clitexo. Da haben wir ja eigentlich fast alle Pokémon schon gesehen, muss ich mal sagen. Außer, ich glaube, Elektrik haben wir noch nicht gesehen. Sichlo haben wir noch nicht gesehen. Und ich bin mal gespannt, was wir noch finden. Aber ich bin ja nicht davon aus, den Pokédex zu füllen. Ich will ja nur mit euch das Spiel durchspielen. So, okay. Der Text ist weg. Und das ist schon mal das war schon mal. Queenie behalten wir mal bei, weil Queenie sehr effektiv hier ist in dem ganzen Ding. Der Schutz wird uns zwar nicht ausgehen, aber da können wir auch wenigstens Queenie mal trainieren. So, okay, wie war das jetzt nochmal? Das ist schon mal der erste Eintrag. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Also im Prinzip sind es die Dinge vom Film. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist total geil. Ich dachte, hier wäre noch was gewesen, deswegen habe ich einfach mal die Bibliothek draufgehämmert. Aber itemsmäßig ist jetzt auch nicht sonderlich viel hier zu machen, glaube ich. So, okay. Probier auch mal den Top-Schutz mal da hoch. Sonst nervt es mich, dass ich schon die ganze Zeit da runterdrücken muss. Ich hoffe, dass der nur hält. Ich glaube, hier ist noch was. Nein, da ist nichts. Okay, schade. Haben wir hier noch was, was wir finden können? Ich glaube, da waren wir eben gewesen. Nein, da ist die Treppe, wo wir nachher hoch müssen. Hier ist noch ein Tagebucheintrag. Ja, aber das Item hätte ich gerne. Das Item ist, das hätte ich wirklich gerne. So, Calcium gefunden. Okay, sehr schön. Calcium ist gut für die Knochen, Freunde. So. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neu entdecktes Pokémon gefunden. Ja, das sind im Prinzip, wie gesagt, das sind die ganzen Anträge von den ganzen Forschern, die wir in YouTube gesucht haben. So, und jetzt muss ich den Schalter wieder aktivieren, weil ich war dumm gewesen. Versteckte Schalter. Schalter drücken, ja. Normalerweise hätten wir den drücken müssen erst. So, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ja, der Weg war falsch. Obwohl, ich glaube nicht, dass er falsch war. So, war hier noch was? Ist hier noch ein Item oder so? Jawohl. Wir nehmen natürlich alles mit. So, ein Eisen gefunden. Sehr interessant. So, jetzt müssen wir den Schalter aber nochmal aktivieren, weil wir müssen jetzt da unten rein. Versteckte Schalter, jawoll, wir drücken alle Schalter hier. Kann nicht mehr wie alles in die Luft gehen. So. Jetzt bin ich schon überlegen, wir müssen eins von den Beinen runterspringen. Ich glaube, mein Mentor lebt einst hier. Ich glaube, das ist der große. Ich glaube nicht, dass es der kleine Weg ist, aber ich will trotzdem nach rechts gehen, weil wir könnten hier was vergessen. Wir finden auch Solarstrahl hier übrigens, gell? Das werden wir auch noch fix sehen. So, Magnetilo Level 33 gegen Queenie Level 37 mit einer endgeilen Bodenattacke, die ich aber nicht einsetzen werde. Deswegen setze ich Treffer ein. Was total sinnvoll war eben, weil das Ding ist ein Elektro-Pokémon, das zieht nicht viel. Ja. Total geil. So. Dann haben wir mal wieder gefehlt heute. Gut, jetzt kann der Rest eigentlich nur besser werden. So, Eisstrahl. Komm, wenn wir schon da reinfleischen, dann volle Kanne. Wenn wir nämlich Glück haben, packen wir das nämlich auch noch Pyro hier Platz zu machen. So, und zack. Friss den Eisstrahl von Queenie. So, wunderbar. Ach, komm, leck mich am Arsch. Jetzt sehe ich jetzt ein Erdbeben ein. Lass mir die Ruhe. Die haben ja noch keine Schwebe in dem Spiel, also von daher ist es nicht so schlimm. Und zack. Friss das, Magneton. So. Perfekto. Wir lassen auch mal Queenie jetzt mal bei. Wenn der jetzt mal ein bisschen gewillert wird, das ist jetzt auch nicht schlimm.
So, Level 38. Perfekt. So, und Voltoball. Das Voltoball könnte man eigentlich mit, Dafür haben wir es mir beigebracht. Ich will jetzt den ganzen Erdbeben jetzt schon verfeuern. Geil, Volltreppe. Das Ding jetzt schon mal endgültig abgekackt. So, und ich sehe schon, ich darf leider nicht nach oben gehen, weil sonst ist mein wirklich mein Kopf geschnitten. Ich muss es unbedingt anders positionieren, aber es funktioniert, es geht. Also ich denke mal, es ist so in Ordnung, oder? Also wenn es euch stört, sagt mir Bescheid. Wow, unglaublich. Kenia gewinnt, 1650. Ich meine, ich bin kein Profi-Streamer und kein Profi-YouTuber, also von daher alles in Ordnung. Ich bin total entspannt drin. Fehlt's Gehirn zum Leben dazu. War da noch irgendwas? Gar nichts, oder? So, der Schutz, der wirkt leider nicht mehr. Das ist nicht schön. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, mich durchgehend jetzt mit den Pokémon hier zu bashen, die hier auftauchen könnten. Die sind auch nicht gerade ohne. Aber gut, ist jetzt kein Problem. So, okay, wir haben den richtigen Weg gewählt. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Ja, was machst du eigentlich hier? Das ist ein verlassenes Labor, Alter. Was ist falsch mit dir, Bruder? Alter, diese dämischen... Überall die Wissenschaftler. Ich habe jedes Mal dasselbe Problem mit denen, egal wo ich bin. Das ist total geil. So. Passt. So, Elektroball. Gibt natürlich gut an EP wieder. So, und... Boah, ist jetzt Finale eigentlich. Ich krieg grad kotzen, ey. Aber gut, es dürfte Quinny eigentlich überleben. Ich glaube, Quinny ist da hardcore. Ja, perfekt. Geil. Ein sehr guter... Kampf. Das einzige Problem, was wir jetzt haben können, das Mokmok könnte es auch einsetzen, dann ist Quinny voll Schaden. So, perfekt. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. So, Smogmog ist down. Wunderbar, so liebe ich mein Smogmog. Schön geschüttelt, nicht gerührt. So, perfekt. Quinny geht auf die 40 zu, genau wie der Rest. Das ist nice. So, ouch. Ja, ouch. Ouchy, ouch. Au, au, ouch. So, jetzt muss ich gucken. Da ist, ich glaube, der Solarstrahl. Ne, das ist der Carbon. So. Hier geht's raus. Ja, hier sind wir an der Stelle, wo wir vorhin ausgesperrt waren. Deswegen müssten wir hier runterspringen. Weil jetzt müssen wir hier die Treppe runter und jetzt kommt der ekelhafte Part. Finde ich. So, jetzt müssen wir erstmal den Schalter aktivieren. Aber erstmal suchen wir hier noch ein bisschen. Man kann hier übrigens auch Magma fangen, gell? Ich glaube, wir könnten auch mal eventuell, wenn der Schutz jetzt aufgehört hat, mal gucken, ob wir Magma kriegen eventuell. Magma ist kein schlechtes Pokémon. Es ist halt zäh zu trainieren, finde ich. Aber das kann auch zwischen Chinesen sowas erlernen. So, die Top-Genesung nehme ich danke mit. Perfekt. Okay, und da unten ist wieder so ein... Oh! Scheint ein starkes Pokémon zu sein, bitte. Okay, okay, passt. Alles klar. Alter, Level 38. Haha. Geil. Okay, das Magma fangen wir uns jetzt einfach, okay? Einfach nur, weil ich Bock drauf hab. So, setzen wir auch Steinhagel ein. Geil. Das Problem ist, Magma ist zumindest hier in dem Spiel. Es ist ein gutes Pokémon, kann man ruhig sagen, aber es ist jetzt leider fürs Late Game. Er lernt keine guten Attacken im Moment. Er muss mir vieles beibringen. Das ist das Problem. Ich glaube, der kann so Feuersturm lernen oder Flammenwurf oder so. Aber ich glaube, mehr lernt er auch nicht. Oder Feuerpunsch. Aber das war's auch. Bäm, friss Steine, Magma! Hau weg, die Scheiße! So! Oh, das war gut. Sauber. Gut gemacht, Quinny. Ich bin zufrieden. Also. So. Na, komm, kriegen wir's? Das Ding hat eine sauhohe Fangrate. Gesehen, wie der Ball sich umgedreht hat. Total geil, oder? So, das probieren wir jetzt nochmal. Achso, dreht sich die ganze Zeit. Ich dachte, das wäre so eine... Ja, gut, okay. Na, komm, mach mal. Ich will dich. Ich will dich. Komm zu mir. Komm zu mir. Du willst zu mir. Ja, geht doch. So, Magma wurde gefangen. Kann nämlich keiner sagen, dass ich keine Pokémon fangen würde und zwischendrin. Für Magma wird ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. So, Magma. Da. Magma, das Brenner-Pokémon. Dieses Pokémon kann sich dank seines orangenfarbenen Körpers perfekt im Feuer verstecken. So, Magma geben wir. Ich würde einen Brenner oder so nennen, aber dann mit Magma in den ansetzen, das ist alles in Ordnung. So, alles klar. Jetzt brauche ich aber wieder mal einen Hypertrank für mein Dings. Hypertränke haben wir noch genug, also ich denke mal, wir werden auch keine nachkaufen müssen mehr. Ich habe auch bei der Top 4 vorher nicht großartig auf Tränke zu setzen. Ich will gucken, dass wir die so platt machen. So, Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Ja. Mewtwo werden wir auch noch zu spielen bekommen. Wo bin ich hier gelandet? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich selbst nicht so genau. Vor allem Dingen mit Deep, ey. Okay. Oh,
Mal, ich stoße viel zu oft auf, merke ich gerade. Das liegt aber daran, dass ich am Abnehmen bin. Das ist die ganze Säure von dem Gemüse. Von dem Obst, ey. Das kriege ich so brennen, wie verrückt. Hab ich gemerkt mittlerweile. So, Vulkan aus Wechselfenster. Gleich mal filetiert mit Erdbeben. Ja, ich muss gucken. Ich muss da immer Acht geben, weil ihr seht es ja hier. Es schneidet dann das Bild ab, weil mein anderer dazwischen ist. Das ist das Blöde. Deswegen will ich das nicht zu oft machen. So. Ist jetzt Ponita ein. Komm, wir gehen mit Queenie. Wir gehen jetzt erstmal mit 41. Also, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt großartig hier rumzutauschen. So, und tschüss. So, das war's. Ich glaube, in der Edition kann man Magma fangen und in der anderen Electek, soweit ich weiß. Electek ist zwar im Kraftwerk, aber ich weiß nicht, ob man den da fangen kann, der Edition. Sehr interessant, weiß ich wirklich nicht. So, TM14 gefunden. TM14 ist... Was könnte TM14 sein? Das ist eine sehr gute Frage. Blizzard! Bubbles, Queenie und unser Panic. Und unser Panic könnte es erlernen. Wir lassen uns das mal drin für den Fall der Fälle, aber ich glaube, es wird nicht notwendig sein. So, jetzt müssen wir den Schalter erstmal drücken. Ich meine, wer würde das nicht tun, um Gottes Willen. Ich habe mich halt nicht richtig angestrengt, ehrlicherweise. Wie Sabrina so schön gesagt hat, im Marina-Kampf, die blöde Kuh. Total geil. Oh. Oh, ein Smogmog. Das könnten wir eigentlich auch... Oh, Level 42, Schalter, leg mich am Arsch. Das könnten wir jetzt eigentlich auch mal fangen, ey. Setzen wir wieder Steinhagel ein. Bam, für jeden Kopf ein. Das sind zwar drei, aber egal. Ah, okay. Das wird doch ein bisschen interessanter. Aber ich hätte gerne Smogmog. Ich weiß aber nicht, ob sie Explosionen so einsetzen kann. Das wäre jetzt natürlich der absolute Super-GAU. Ja, zum Glück kann Queenie nicht vergiftet werden. Ich würde mal gerne einen Part machen, ohne vergiftet zu werden. Ohne Scheiß, ey. So, das müsste überleben und dann versuchen wir es mal zu fangen. Ja, jetzt wird's interessant. So. Die Bälle werden wir sowieso noch demnächst noch einen Arsch verkaufen müssen. Ah, er wollte nicht so, okay. Na komm schon, du hässliches Vieh. Das Blöde ist, die greifen aber auch die ganze Zeit dann an. Das ist schon mal in jeder Generation so, wenn der Ball daneben geht. Das kostet halt eine Runde, aber gut, das macht nichts. Wann fängt man mal einen Smogmog? Jawoll! Smogmog wurde gefangen. Theoretisch hätte man Smogon fangen können, aber pff. Das sehe ich ja gar nicht ein. Wir können aber auch anfangen zwischendrin. Smogmog, das Giftwolken-Pokémon. Dieses Pokémon entwickelt sich im Laufe der Jahre, wenn sich zwei Smogon vermischen. So, Smogmog. Nein, ich gebe keinen Spitznamen. Also ihr seht schon, der Schutz, der wirkt zwar, aber auch nur, wenn die Pokémon nicht zu stark sind. So, und da ist schon der nächste, wo die Fresse voll haben will. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ja, das war mal früher ein Labor. Spacken, ey. Der hat aber auch keinen Sinn von seiner Umgebung irgendwie, habe ich das Gefühl. So, der ist jetzt... Ja gut, okay, mach dich die Loop. Es gibt keine Kunst. Okay. So, Queenie. Ich denke, Queenie kommen wir genau hin mit Erdbeben. Wahrscheinlich wartet ab, ey. Wir haben Level 40 und kein Erdbeben mehr. Da können wir andere Pokémon einsetzen. So, und zack. So, war ein Volltreffer. Wunderbar. Gut geschüttelt und nicht gerührt. Wunderbar. Perfekt. So, jetzt setzt Elektroball ein. Wenn der jetzt wieder Explosion einsetzt, Alter, dann... Finde ich aber die Glauben an die KI echt. Geil. Total geil. Das ist so die letzte Verzweiflungstat, Alter, sich einfach in die Luft zu feuern. Ich hätte jetzt noch so viel Damage gemacht wie möglich und das nächste Pokémon wahrscheinlich weggehauen. Das wäre so meine Taktik gewesen. Total geil. So, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, du hast dich in die Luft gejagt, du Vollpfosten. Ach, Mann, ich liebe die KI in diesem Spiel. Die ist einfach nur so am Arsch. So, jetzt machen wir das Ding hier zu. Weil, wenn wir den Schalter nicht aktivieren, ist da drüben nämlich zu. Oh, einen Sonnenbonbon wieder gefunden. Oh, einen Sonnenbonbon haben wir schon einige jetzt. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es im Spiel gibt. So, Schutz wirkt nicht mehr. Das werden wir aber jetzt ändern, weil da unten ist nämlich schon unser Schlüssel, den wir brauchen. So, TM22 ist... Boah, jetzt zählt das aus, mal so eine Reihe, wo wir irgendwann mit durchjagen müssen. Solarstrahl. So, wenn wir aber nicht verbringen, das werde ich wegschmeißen. Solarstrahl ist zwar eine sehr effektive Attacke, eine sehr gute Attacke und vor allen Dingen leistungsstarke, aber die Runde, wo sie uns kostet, die ist leider das Problem. So, wir haben den Fragezeichenöffner gefunden und damit werden wir jetzt die Tür zur Pyrrhus Arena öffnen.
Allerdings müssen wir jetzt erstmal die ganze Scheiße nochmal machen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch und müssen den Schalter aktivieren und können wir aber direkt da oben raus. So, das war die Burnt Mansion. Ich will nur gucken, Burnt Mansion. Ich will nur gucken, dass ich nichts vergessen habe. Okay, da war kein Item. Kann auch sein, das war eins war, aber ob ich jetzt nicht Kunden. So, perfekt. Alles klar. Puh, das war der schnellste Durchlauf, den ich in der Burnt Mansion nie hatte. Nein! Stimmt. Ich vergesse es. Das ist genau deswegen hasse ich die Burnt Mansion. Wenn man keinen Schutz hat, ey, da wird mir hier zugespammt mit Pokémon, das ist nicht mehr normal. Da hat man keinen Bock mehr drauf. Ohne Scheiß. So. Deswegen, das ist so nicht so gerade meine Lieblingsstelle in dem Spiel. Ich finde das die Idee geil. Ich finde den, ich finde die Umsetzung geil, aber ich finde das Level selbst nicht geil. Das ist ja das. Man kann jetzt zwar in starke Pokémon fangen, aber naja. Ihr habt es ja gesehen. Aber die Pokémon, wo man hier fangen kann, die sind zwar gut, aber die muss man auch dementsprechend ziehen. Also da muss man die ETMs alles haben. Das ist nämlich das. So, und jetzt will ich mal was gucken. Na, ich dachte, da wäre ein Bug eben gewesen, aber. Weil es gibt nämlich einen Bug, den kann man nämlich herbeibeschwören. Da ist nämlich da oben auf der Arena ist da nämlich irgendeine, ich glaube, Pyro oder so. Der steht dann auf der Arena drauf. Das ist auch geil. So. Dann holen wir uns jetzt im Eifer des flammenden Gefechtes. Auf alle Fälle jetzt den. Wie heißt denn der Orden überhaupt? Sumpforden? Feuerorden? Ne, nicht Feuerorden. Pyroorden? Nein, ich weiß es nicht. Auch ich werde es lassen stehen. So, alles klar. Pyro, willkommen. Mach dich bereit für die Blamage deines Lebens. Den seiner Arena ist auch speziell. Hey, warte, du Champion Späte. Hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen und besorgen dir Feuerheile. Okay. Cinnabon-Insel Pokémon Arena, Leitung Pyro. Bisheriger Sieger, der Honk. Total geil, der Honk ist aber überall. So, wir haben jetzt zwei Alternativen, Leute. Wir können hier das Rätsel lösen, da in diesem Ding, oder wir können den anderen da platt walzen. Ich persönlich mache die Rätsel und da walze ich platt. Willkommen am Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort? Dann öffnet sich die Tür. Ist die aber falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich das Mappen zu Raupi. Ja. Was eigentlich total falsch ist, weil es entwickelt sich erst das Afcon, aber gut. Und so ist die ganze Arena aufgebaut, eigentlich. So, aber, da wir ja totale Spacken sind, also ich zumindest, ich bin ein richtiger Spacken, wir boxen uns jetzt einfach durch die ganze Arena, egal wie. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Einmal Dieb, mir Dieb. Also, ich sehe mir nichts vom Pferd, wenn es der war, den wir eben da unten Blatt gewalzt haben, geil. So, perfekt. Der Dieb möchte kämpfen und setzt Vulcano ein, das ist natürlich sauer für uns. Da hat Queenie jetzt ein bisschen was zu tun. So, Surfer und bah. Total geil. Ja, One-Hit-K.O. Perfekt. Also ich sag's jetzt schon. Pyro wird lustig werden. Also er ist eigentlich ein Witz, ist der eigentlich. Ehrlich, und scheiße, der Pyro ist ein Witz. Das werdet ihr auch sehen, warum. Weil Pyro nämlich saudumm kämpft. Also der könnt ihr noch. Ich noch erinnern, ich habe in irgendeinem Partner gesagt, dass es auch Arena-Leiter geben, wo einfach mal Hypertränke oder Super Potion auf ihre vollen Pokémon einsetzen. Ja, das ist Pyro. Ohne Scheiß. Und da hat noch nicht mal gute Pokémon, ehrlich gesagt. Da hat gute Pokémon, aber scheiße trainiert. So, Vulnona, unser Kyubi. Oh ja, okay. Was Glück an Queenie Surfer. Und hier kann man eigentlich mit Shiki total durchrennen. Da hat man einfach voll den Vorteil. Oh, es hat überlebt. Und es setzt Rutenschlag ein. Also ihr seht schon, wir sind so ziemlich im Endgame fast und die setzen solche Attacken ein. Es ist schon eigentlich erbärmlich. Total geil. Was Glück bin ich jetzt zum Trainer. Okay. Oh, Queenie ist Level 40, sehr gut. Dann können wir eigentlich jetzt schon beruhigt den nächsten reinnehmen. Ich ergebe mich. Ja, das wäre auch von Vorteil für dich. Das Spiel spackt ein bisschen rum, habe ich das Gefühl gerade, aber es ist jetzt nicht schlimm. So, als nächstes kommt unser Bubbles. Dann werden wir unser Penner reinholen. Und Kyubi kann auch noch mal ein bisschen was leisten. Oh, macht schon. Wird schon. So. Was glaubst du, wie heiß der Feuerart meines Pokémon werden kann? Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Gibt es da eigentlich eine Antwort dazu? Ich glaube, so heiß wie ein Vulkan, glaube ich nicht, aber so in die Richtung. Also es kann schon böse werden. So, oh, Wurmplix. Cool. Guckt euch das arme Rubix an, das wird jetzt einfach mal zerschmutzend. Ach Mann, ey. Dämlicher Fuchs. So geil. So. Alles klar. Attacke ist effektiv. Perfekt.
Damit ist das halt schon mal down und da hat noch null Picks. Wir sind hier voll im Vorteil, da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu machen. Zur Not haben wir immer noch Queenie mit dem Erdbeben, also egal was passiert. Wir können da einfach reinfleischen ohne Gnade. Das ist Wahnsinn. Wir können denen ihre ganzen Pokémon vernichten. Da werden sie alle in den Lavandia-Turm hauen, ey. Direkt ins Grab. Ich glaube, da hat ein riesen Ansturm danach, nach den ganzen Arenen. Ich glaube, das sind jetzt die ganzen Trainer, wo wir das ganze Spiel weggehauen haben. Die beerdigen jetzt in dem Turm alle ihre Pokémon, habe ich das Gefühl. So geil. Alter Schwede. So. Server, wunderbar. Bringt auch nichts, wenn ich jetzt andere Attacken einsetze, weil den Typvorteil haben wir halt, ne? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich werde selber ein bisschen sparen und werde jetzt mal Blutstrahl einsetzen, aber das war's auch. So, jawohl. Alter, Bubbles geht richtig ab. Bubbles lässt mich nie im Stich. So. Und es hat kein Level Upper. Oh, okay. Das ist stark. Oh, scheiß. Sehr heiß. Na gut, ich war jetzt kein, Feuer-Pokémon, das sich geatmet hat. Total dumm, dass da zwei Trainer sind, weil man kann nur eine Frage beantworten und dann kämpft man auch nur gegen einen. Ist total bescheuert. Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Ja, das werden wir jetzt noch gleich herausfinden, ob du einer bist, du Lusche. Okay. Okay, Ponita ist jetzt keine große Herausforderung. Da gibt es ja auch später gibt's ja eine andere Form, eine Gala-Form, glaube ich. Oder entweder war das Gala oder war das, oh, wie heißt das jetzt nochmal? Alola? Da gibt's die Version als Pony-Version mit Einhorn als Feentyp. Fand ich schon lustig. Total geil. So, Glumanda. Wie setzt ihr Glumanda an? Schon Klurak, ey. Ich hätte jetzt mit allem eingefleischt, was hätte ohne Witz. So, perfekt. Das Level 34, das wäre fast schon Glurak, ey. Noch zwei Level mehr. Ah, sorry, da meldet sich Raucherhusten. So, Bullpix. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schweife hat er, okay. Hat Verona auch 6 Schweife? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, er hat 9, gell? Deswegen auch Kyubi. So, der Köter ist dran, also Vulcano. Nichts gegen Hunde, um Gottes Willen, ich mag Hunde. Ich habe ein paar Angst vor denen, muss ich ehrlicherweise das so sagen. Also ich, Hunde generell, ich habe nichts gegen Hunde, nur das ist bei mir irgendwie verankert im Kopf. Ich weiß auch nicht. Ich habe mal ein sehr böses Erlebnis gehabt mit einem kleinen Hund, mit einem großen Hund. Da bin ich mal böse gebissen worden als Kind. Und ja, seitdem ist es so bei mir, obwohl ich es überhaupt nicht will, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, man sollte Hunden, egal welches, seinen gebürtigen Respekt geben. Weil, es sind ja auch nur Tiere, die folgen auch nur ihrem Instinkt, die können meistens nicht was dafür. Und ich sage immer, der Mensch erzieht sie. Also man kann aus. Es gibt auch Arschlöcher unter den Hunden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch, also in 90% der Fälle ist es ja so, dass die Hunde ja so erzogen werden. Und ganz ehrlich, da sollte man den Hunden nicht dafür belangen, wenn er mal einen beißt oder so, da sollte man wirklich den Besitzer auseinandernehmen dafür, dass er sich nicht drum kümmert, also sowas zu verhindern. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Deswegen will ich mir auch kein Haustier anschaffen. Mehr. Ich hatte ja Katzen gehabt und jetzt haben wir ja einen Hund. Und also ich nicht, aber meine Eltern. Und also total geil. So, alles klar. Aber Bubbles könnte jetzt mal wirklich mal Level 40 werden, ey. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Warum? Wahrscheinlich, weil er eine Klatze hat. Scheiße, ich hab eine Klatze. Ah, dann werde ich Trainer. Okay. Schön. So. Galoppa. Galoppa ist nice. Ja, die meisten Feuer-Pokémon, die sind ziemlich schlecht, muss ich dazu sagen, in dem Spiel. Wenige Ausnahmen jetzt, aber. Ja, selbst Klurak. Klurak kann diese Edition zum Beispiel gar kein Fliegen erlernen. Das kann es erst ab Gelb. Das ist so das Ding. Es gibt manche Pokémon, die. Ich weiß nicht, was sie mit denen gemacht haben. Die haben sie einfach irgendwie misshandelt oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Oh, geil, Bubbles Level 40. Sehr schön. Wir kommen langsam in die Elite-Riege. So, Arcadia besiegt Streber. Das ist gut. Und ouch. Perfekt. Was können wir jetzt ansetzen? Jetzt könnten wir eigentlich unser. Obwohl, theoretisch unser Lamus lassen wir mal, wie es ist. Wir nehmen jetzt. Kyubi. Dodo müssen wir auch noch ein bisschen hochleveln, aber gut, das ist jetzt schlimm. So, und der nächste. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten.
Okay, mir gefällt generell das Design in der ersten Generation von der Arena nicht so ganz. Ich bin da nicht so ein Fan davon, von der Pyro-Arena. Von der Zinnoberinsel, die ist ganz nett. Aber generell sind Zinnoberinsel mein... Also jedes Spiel hat sein Hasslevel, muss ich dazu sagen. Und die Zinnoberinsel ist jetzt nicht meine Lieblingsinsel. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich es scheiße finde, aber... ja, es gibt bessere. Da finde ich die ganzen anderen. Prismania City ist sowieso das Highlight. Finde ich persönlich mit Safronia City, was die Silfkrone alles angeht. Azuria City mit der Nuggetbrücke. Aber die Zinnoberinsel hat ja im Prinzip nur die Band Menschen. Mehr ist es ja gar nicht. Oh, geil, das ist Level 39. Schön. Mehr ist es eigentlich nicht, wenn man Elch ist. Und da kann man schon direkt bei Pyro reinschneiden. Und ich finde die Band Menschen einfach nur ätzend. Und Fetania City, gut, das ist halt ikonisch am Ende, muss man sagen. Genau da, wo alles angefangen hat, also eine Stadt weiter, genau da werden wir den 8. Orden dann holen. Das ist total geil. So, alles klar. Autsch, du bist zu stark. Das hätte ich sagen können, aber es hört ja keiner auf mich. So, perfekt. Ja, wir bleiben bei Kyubi. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Das ist richtig. Das ist wirklich richtig, aber auch gegen Boden kannst du dich ausrichten, Kollege. Und das ist das, was du anscheinend nicht kapierst. Weil ich werde dann Vulcano jetzt zu Grabe tragen. Und zwar im aller Maße der Kunst. So! Das setzen die auch noch Knut ein, statt Flammenwurf oder so. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie jetzt Flammenwurf oder Feuerwirbel eingesetzt. Das ist halt das, was ich an den Vorkämpfen in der Arena hier in der ersten Generation nicht so leiden kann. Die Herausforderungen der Vorkämpfe sind nicht so toll. So, okay. Sabelpix. Na, heute schon geschaufelt? Oh, da sitzt sogar Flammenwurf ein. Okay, das ist geil. Gut, die anderen werden es wahrscheinlich auch einsetzen können. Das ist jetzt nicht wild, aber... wie gesagt, das ist jetzt nicht die... große... Was soll ich denn sagen? Ja. Herausforderung. Sabelpiro! Herzlich willkommen! In deiner Arena. Geil. Gut. Das werden wir jetzt ganz geschillt mit unserem Lamus machen. Lamus hat nämlich einen Riesenvorteil jetzt. Haha. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Klare Ansage, oder? Und der gute Glatzenhopper möchte mit uns kämpfen. Und schickt Vulcano Level 42 in den Kampf. Los, Penne! Zeig dem, wie es geht! So. Gut, dass die Outspeed ist klar, weil wir sind natürlich im riesen Typ-Vorteil. Und ich sag ja, der Pyro ist eigentlich nur sau schlecht. Da ist der nächste Arena-Kampf weitaus besser und angenehmer. So. Obwohl er genauso scheiße ist. So, okay. Punita, das sind die zwei Schwächsten von dem. Die werden wir jetzt auch schön absaufen lassen, die Teile. Habt ihr das gesehen? Supertrank. Supertrank bei einem vollen... bei einem Ponita mit vollem Leben. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Das ist saugeil einfach nur. Könnt ihr mich kaputt lachen? Ohne Witz. Ich finde es hart, ey. Ohne Scheiß. Salamos, dein großer Auftritt. Holst du mir das Galoppa weg? Ich sag ja, das ist saugeil einfach nur. Ich frag mich ja, was die sich beim Entwickeln so gedacht haben teilweise. Unersetzt Heule einer Klasse 1A. So. Ich will die Musik. Das lasse ich mir nicht gefallen, ey. Dass der das überlebt. Lag es wirklich am Heuler eben? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber egal. Jetzt gibt es die Schot. So, Penel 1728 P und Arcani ist das letzte Pokémon in seiner Reihe. Ich finde einfach die Musik geil. So, Arcani Level 47, ja. So, nur noch einmal Surfer und das war's. Okay, jetzt hat er mal Supertrank eingesetzt, was mal sinnvoll war. Aber hätte er lieber Top gelesen oder so eingesetzt, Alter. Das wäre richtig böse. So, Attacke war sehr effektiv. Der ist natürlich schneller als wir. Und er gibt ihm wieder einen Supertrank. Geil. Total geil. Der macht nichts anderes als Supertränke. Spam, ey. Oh, Body Shake. Und wir haben den Feuerorden erhalten, Leute. 1A. 1A.
So, die Attacke war sehr effektiv. Wunderbar. So, Kani wurde besiegt und unser Penner ist Level 40. Total schön. So, und Pyro ist gefallen. Mein Feuer ist erloschen. Du hast den Vulkanorden redlich verdient. Total nice. Der Vulkanorden gehört uns und damit haben wir fast alle Orden des Spiels. So. Haha. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeit deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM 38 Feuerstunden. Können diese Attacke erlernen. Glutex und Ponita sind dafür prädestiniert. Naja, normalerweise hätte ich jetzt was sagen müssen, Glurak, aber gut, was soll's. Ich bin mal gespannt, wie wir das beibringen können. Jetzt vielleicht eventuell unerwartet sogar. Das wäre natürlich geil. Theoretisch könnten wir es auch wohl nur noch beibringen. Aber ganz ehrlich. Okay, Queenie, Penne und Alter, der kann auch Feuersturm erlernen. Alter Schwede, ey. Das ist ja noch eine Spezialattacke noch dazu. Das haut ja richtig rein. So, oder Kyubi. Lass mich mal das Moveset von Kyubi mal nachprüfen. Schaufel würde ich nämlich gerne beibehalten. Vielleicht schmeißen wir auch ruckzucki raus. Ja, wir schmeißen ruckzucki raus, Leute. Wir bringen Kyubi jetzt Feuersturm bei. Einfach so, weil ich Schluss drauf habe. So, ruckzucki setzen wir eh kaum noch ein. So, Kyubi, du lernst mal was Anständiges jetzt. Nee, bei Flammenwurf. So. Zugunsten von Feuersturm vergessen. Ja, weil Schaufel haben wir ja trotzdem. Und ruckzucki ist raus. So, und jetzt haben wir ja ein richtig mächtiges Team, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist schon hart. So, beleben brauchen wir gar nichts mehr, weil, ja. Wir haben ja unsere ganzen Sachen und dann würde ich jetzt mal gerne mal ein Pokémon-Center jetzt in meiner Pokémon-Halle und dann würde ich gerne mal wissen, was was wir schon alles schon gesehen haben im Pokédex. Also bei den Top 4 gibt es noch zwei, drei Pokémon, die sehen wir erst da, aber das ist nicht schlimm. Hier, rede mit mir. Ah, du hast den Unruhestifter gebrandmarkt. Geil, Unruhestifter. Ja, ja, das ist so ein richtiger Penner, alle im Büro. Geil. So, perfekt. Dann malen wir uns noch. Und dann gehen wir nochmal ins Labor, weil ich habe ja noch den, das Ding. Unser, sagt's mir, unser Fossil, das werden wir jetzt auch noch wieder beleben, damit wir Caputo haben. Was ich aber nicht einsetzen werde, weil ich habe von den Fossilien nicht viel gehalten. Bei mir ging es erst richtig los in der dritten Generation mit den Fossilien, muss ich ehrlicherweise sagen. Gut, das war auch das einzige Mal. So, PC mit der Hackshell, Zugriff auf das Pokémon langs. Achso, nein, da wollte ich gerade hin. So, PC von Arcadia, genau das wollte ich machen. Wer hat eigentlich den entwickelt? So, ablegen. Gibt es was, was wir rausschmeißen können? Das Calcium schmeißen wir raus. Genau. Nein, die schmeißen wir nicht raus. Wir schmeißen auf alle Fälle unser Carbon noch raus. Und Blizzard würde ich ganz gerne mal behalten, weil ich wirklich nicht... Ah, genau, die Fragezeichen öffne ich was mal raus. Wir können zwar nicht mehr in die Reine von Pyro, aber damit schon nicht mehr hin. Ganz ehrlich. So, Sonderbonbon. Perfekt, raus damit. Und jetzt hätte ich gerne noch das Fossil. Da ist er ja, das Dummfossil. Drei Mondsteine, alle. Geil. Sieben Sonnenbonbons haben wir jetzt. Okay. Und nur Bullshit. Ey, überlegt euch mal, was wir alles schon gefunden haben in dem Laden. Wir können sogar auf Eis-PC. Eis-PC können wir sogar auch gehen. Schloss, machen wir mal Spaß haben das nächste Mal. So. Weil wir das Dummfossil eingesetzt haben, geht nämlich das ganze Ding nämlich weg. Also gar kein Problem. Das heißt, warte mal, war das der Richtige? Ich suche nach Ponita. Tauschst du es gegen Europe? Nein, ich möchte kein Europe. Dankeschön. Aber der möchte es. Der möchte das Fossil, glaube ich. Hallo. Ich lade dir die Forschung an. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du Fossilien für mich? Ja. Ein Dummfossil ist ein Fossil von Caputo, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank moderner Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, dann machen wir auch. Viel Spaß damit. So, das Dummfossil ist übergeben. Es wird einige Zeit dauern. Bla, 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 bla. Das ist ganz normal. Das seht ihr nämlich die ganze Zeit. Sagt ihr immer. Und hier. Was wir auch machen könnten, wir könnten den Albertstein holen. So, können wir einfach später wieder. Achso, nein, dann müssen wir ja ganz komplett raus. Stimmt. Aber wenn ich den Albertstein jetzt holen müsste, müsste ich Fossilien jetzt machen. Ich kann euch aber gerne mal zeigen, wo der Albertstein ist. So, da kann man nämlich Aerodactyl holen. Der ist nämlich in Marmoria. Und gar nicht so schwer zu kriegen eigentlich. Also man kann den mit der Schneide direkt holen, normal. Es dauert aber halt ewig, bis man da bei Pyro ist, ne? Also ihr geht hier hoch, weil ihr wisst ja, wo das Museum ist, da oben. Das Museum braucht ihr eigentlich gar nicht reinzugehen, weil das ist voll für den Arsch. Und ihr seht hier diesen Eingang. Und wenn man hier zur Schneide einsetzt und geht dann da rein, sind Forscher, die im Prinzip den Alpenstein rausdrücken, den
Albertstein, war das Albertstein? Ich weiß ja, ich kann sein, dass ich mich gerade eben versprochen habe, aber nicht genau weiß, was ich jetzt, ob das jetzt richtig war. Aber genau, die haben den Stein und den kann man dann dahin bringen und da hat man Aerodactyl. Aerodactyl ist saugeil im Spiel. Ist halt nur schade, dass man das so spät erst kriegt. So. Damit habe ich euch jetzt auch wieder was gezeigt, was ihr eigentlich wahrscheinlich gewusst habt oder nicht oder auch nicht. Ich hoffe, dass ich euch euer Wissen erweitern konnte, eure allgemeinen Bildung in Pokémon. So. Und jetzt holen wir unsere Kapodops. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Kaputo, ganz wie ich es vermutet habe. Arcadia erhält Kaputo. Yeah. Möchtest du Kaputo einen Spitznamen geben? Nein. Es ist nicht genug Platz für das Pokémon. Kaputo wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Ich glaube, die Box 1 ist jetzt auch total voll, ey. Das Blöde ist, und das ist ein Riesenproblem in der Generation, auch in der nächsten. In Rubin haben sie es anders gemacht. Wenn du die Box nämlich voll hast und musst dann tauschen, speichert jedes Mal das Spiel. Das ist zum Kotzen. Dann musst du jedes Mal hin und her gehen. Ohne Scheiß. So, unsere Pokémon sind geheilt. Wunderbar. Das heißt, in der nächsten Runde, meine Freunde, werden wir nach Alabastia zurückschwimmen. Werden die ganzen Trainer unterwegs weghauen. Und was wir dann auch machen werden, auf alle Fälle, wir werden den 8. Orden holen. Und wenn wir den 8. Orden geholt haben, gehen wir auf die Jagd. Nach zwei bestimmten Pokémon, Freunde. Das dritte finden wir erst später. Aber erst kommt Fetania City. Und da bin ich mal gespannt. Der 8. Arena-Leiter. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber egal. Wer könnte das denn sein? Werden wir sehen. In diesem Sinne, ich bin euer KD Supreme. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich gerne mit einem Daumen nach oben freuen, beziehungsweise über einen Kommentar. Ansonsten könnt ihr auch gerne das Video teilen, ein bisschen verbreiten, dass wir hier so ein bisschen mehr Größe generieren und die Community ein bisschen weiter wächst. Wenn euch das Video allgemein gefallen hat, die wollt mich unterstützen, ihr findet es gut, was ich mache, könnt ihr gerne Kritik äußern, alles in Ordnung. Könnt ihr auch mich abonnieren, das hat immer auf dem aktuellsten Stand, immer die neuesten Videos. Ihr könnt auch gerne mal meinem Kanal vorbeischauen, weil das sind auch noch andere Projekte, wo es gibt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wenigstens mal einen Blick rein riskieren würdet. Ist natürlich den Test überlassen. Mein Banner und mein Logo sind scheiße, das weiß ich, aber gut, damit muss ich leben. Das wird irgendwann gewechselt, ich weiß halt nur nicht was, weil ich bin das sehr... Da habe ich keinen Plan, was ich damit machen soll. So, in diesem Sinne. Vulkanorden in der Tasche. Pyro besiegt. Burn Menschen gemacht. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao. Ciao.